Johannes Strate, der Revolverheld-Frontmann, spricht über einen schlimmen Verlust. Harte Schale, weicher Kern, jetzt spricht der Revolverheld-Frontmann Johannes Strate über einen schlimmen Verlust. Nach der Auslosung in der Elbphilharmonie feierten 500 ausgewählte Gäste im Automuseum Prototyp die Official Hospitality UEFA 2024 Euro Final Draw Party, die unter anderem von Sport 5 organisiert wurde. Auch Johannes Strate war als echter Kicker-Enthusiast mit von der Partie. Ich bin quasi direkt von Geburt an ein riesengroßer Fußballfan und freue mich deswegen jetzt schon auf die Europameisterschaft in Deutschland, schwärmte er am Rande des Events gegenüber Closer. Auch sonst bietet das kommende Jahr dem Revolverheld-Sänger Anlass zur Freude. Wir haben Unglaubliches vor, direkt am 3. Januar geht es auf Tour durch Deutschland. Wir spielen in 9 Städten. Wir haben ein neues Album, es heißt EH1. Das Besondere daran, das Album gibt es nur auf der Tour. Das Ticket gibt es quasi im Bündel mit dem Album. Johannes Strate schlägt ganz neue Töne an. Auf dem, so Johannes, ganz neue Töne angeschlagen werden. Es ist sehr hart und kantig. Und auch gesellschaftskritisch. Ich schreie über einiges und habe mir dafür sogar einen Shoutcoach aus den USA gebucht, um richtig schreien zu lernen. Auch Trauer spiele eine Rolle, verriet uns der Sänger überraschend emotional. Der Song, der mir persönlich als Herz geht, ist Henrik. Das ist ein guter Freund von mir, der gestorben ist. Er bekam Krebs und ist viel zu früh von uns gegangen. Das ist das Gute, wenn man Musiker ist. Man kann entweder zur Therapie laufen oder man kann es in seinen Songs verarbeiten. Und man kann damit sein eigener Therapeut sein. We'll be right back.